Sonst gibt es ja eigentlich nichts, ne? Außer der Typ ist halt tot. Die Frage ist, wofür kann ich den Typ noch gebrauchen? Wenn er mir beim T-Rex hilft oder wenn er mir die Tür aufmacht, wäre geil, klar. Aber ich glaube, das macht der ja nicht, ne? Entschuldigung. Es überkam mich. Ja, das ist eine doppelte Tür. Ja. Heißt, dann müsste ich noch mal einen Schalter betätigen, wenn die Tür offen ist. Bam, badam, 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 badam. Du bist halt, der T-Rex ist auch ziemlich schnell, ne? Halt, weil er halt so groß ist und so große Schritte macht. Ich habe keine Chance, dem jetzt ohne weiteres zu entkommen. Ich glaube auch so. Hi. So. Auch hier hätte ich keine Möglichkeit, mir irgendeine Zuflucht zu suchen, wo er nicht hinkommt. Wegen seinem scheiß Kopf nämlich. Weil er überall hinkommt. Der Sack. So. Ich will jetzt hier einmal mal meinen Test-Save machen. Ja, und das meine ich, ne? Na, ey. Das wäre lustig, wenn ich jetzt trotzdem einen verbraucht hätte. So, ich kann nur überschreiben oder halt weiterspielen, ne? Aber das Schöne ist, ich kann halt das Level immer von vorne wieder laden. Und das wäre dann kein Problem. Und wenn ich jetzt versuche, nämlich zurückzukommen, deswegen, das ist nämlich das nächste Problem, wenn ich hier versuche, hochzuspringen. Nein! Deswegen hoffe ich mal, dass der Typ hier mit seiner MP5 mich so ein bisschen wenigstens zu unterstützen versucht. Hoffnung ist da. So. Gucken wir mal. Irgendwie ging das doch. Moment. Da kann man auch Sachen irgendwie fallen lassen. Also nicht nur mit Dreieck, sondern... Ach, keine Ahnung. Mich wundert das halt, dass ich hier so viele Fackeln bekomme. Komm, mach mal direkt nur nochmal hier. Zack. Wir haben ja genug. Aber die Tür öffnet sich halt wirklich erst, wenn der T-Rex tot ist. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Ich glaube da wirklich nicht dran. Nehmen wir die Diegel. Komm, nehmen wir die Diegel. Die kann noch was. Guck mal, wie die allein schon hält, ne? Ich hab die doch einfach einen Rückstoß, ne? Dass man sich damit nicht die Zähne ausschlägt. Ist alles. Ach, jetzt komm her, du kleine... Okay, du bist eigentlich nicht so klein. Ja, wo bist du, hä? Andere Frage, kriegt man den überhaupt tot? Weil, ohne Scheiß, ich habe jetzt... Er ist tot, okay. Ich habe jetzt nämlich alles auf den abgeballert, was ich hatte. Oder fast quasi. Commander Bishops Schlüssel, aha. Was bringt er mir? Habe ich hier wohl ein Schlüsselloch gesehen? Oh nein. Das heißt, ich muss hier hin. Aber wie kriege ich den denn? Der ist ja trotzdem zu. Das ist doch scheiße, echt. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall so nicht hinnehmen. Warum brennt da jetzt die Fackel? Hat die vorher auch schon gebrannt?
Hat die Fackel vorher auch schon gebrannt? Muss auch nochmal fackeln. Guck mal. Okay, das möchte ich jetzt doch nochmal testen. Man, den zu töten ist ja nur die halbe Miete. Okay. Habe ich jetzt damit... Ach, guck mal, jetzt brennt es da hinten. Jetzt ist die Tür offen. Echt? Ich verstehe hier nichts mehr. Oh, Scheiß. Jetzt ist die andere Tür da hinten auch wieder offen, oder was, oder wie, oder was, oder wo. Boah, das müsste man alles mit dem T-Rex machen. Die sind hin und her und her und hin. Frage ich nur, wer ist jetzt gestorben? Geiler Typ, geiler Typ. Okay, gut. So, ich will es jetzt aber wissen. Ich habe jetzt zwar den T-Rex besiegt, aber ich möchte wissen, wie ich den besiegen kann, ohne dass meine ganze Desert-Igel-Musik, Musik, sag ich schon, Munition weg ist. Das wäre eher interessant zu erfahren. Okay, mal kurz überlegen. Das heißt, wir sind dann einmal in der Kuhle drin. Ich weiß nicht, wann sich die erste Fackel erleuchtet. Ob es schon der Fall ist, sobald der Dino kommt, oder ob es erst dann der Fall ist, wenn der Dino tot ist. Wenn es letzteres ist, dann habe ich echt ein Problem. Dann ist es so. Okay. So, ich mache das jetzt einfach normal. Das ist jetzt nur noch Testerei, was ich jetzt hier mache. Ah, okay. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Na du? Alles klar. Nur ein bisschen provozieren, ne? Pff, kostet ja nichts. Außer vielleicht mein Leben. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, aber, wir haben einen Weg gefunden, wie wir es schaffen können. Sollen wir es nochmal tun? Oder lass ich es lieber sein? Na ja, komm. Einmal versuchen wir es nochmal von ganz von vorne. Wenn das nicht klappt, wenn es klappt. Wenn es klappt, dann speichern wir auch ab. Weil dann ist der T-Rex tot. Dann würde ich die Aufnahme dann nämlich beenden. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es halt nicht geschafft, ne? Ist dann halt so. So. Aber auf jeden Fall ist es sinnvoll, auch die NPCs am Leben zu erhalten. Weil ganz ehrlich, ich investiere lieber ein bisschen Munition. Ja doch eigentlich ein bisschen Munition, oder ich verzichte auf Munition, als dann hinterher keine Medipacks mehr zu haben. Und auf jeden Fall sparen die Kollegen mir einiges an Energie. So. Zack. Oh, die Rollimo. Oh, Vorsicht. Nicht zu weit, nicht zu weit. Und Jerolimo! So. Alter, wie lange ich hier schon gebraucht, um das überhaupt mal zu raffen, ne? Das ist unglaublich. So. Übrigens, genau, ne? Wegen den Sequenzen, fällt mir gerade mal so an, kann ich noch was drüber erzählen. Ich verstecke die einfach mit 12 Dezibel gegenüber der normalen Lautstärke des Spiels. Also würde ich das ganze Spiel mit, oh Gott, 12 Dezibel verstärken, oder mein ganzes Video, dann würdet ihr, wenn ich schieße, wahrscheinlich gar nichts mehr hören. Oder ihr hättet einen Tinnitus oder sonst irgendwas. Schon ganz nice. So, hups. Deswegen war die für euch hoffentlich einigermaßen verständlich, die Sequenz. Aber für mich, ich hab da nichts gehört. Für mich war es komplett unverständlich. So, machen wir das genauso wie eben. Wenn einmal hier kommt, einmal Jump und Lauf, 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 Lauf. Ha! Sogar mit dem Perfect, die wird wahnsinnig. Komm doch, du feiges Schwein. Bam, 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 bam.
Ach, und nächste Woche Samstag wieder schön mal streamen. Habe ich voll Bock drauf. Vor allem, ich habe dann auch, also ich habe jetzt noch eine Woche Arbeit vor mir. Sitze ich auf einer halben Arschbacke ab, kein Thema. Und dann eine Woche frei. Weil ich wollte auf jeden Fall mein Schlafzimmer mal hier ein bisschen umstellen. Weil, wie ich auch schon im Ankündigungsvideo gesagt habe, so von der begehbaren Fläche ist das relativ eingeschränkt. Die Möglichkeiten, die wir da haben. Und ja, da wollte ich ein bisschen umstellen, damit man da zumindest in der Mitte mal so ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen mehr sich bewegen kann. Ich glaube, ich habe die Lücke verpasst. Oder ist das hier? Hier ist das. Ja. Nee, vor allem auch, momentan zocke ich nämlich VR dann auch immer im Sitzen bzw. im Bett. Und ja, das ist im Stehen, glaube ich, ein bisschen besser. Nee, hallo? Ja, auf deiner scheiß Zielerfassung. So, ohne Scheiß. Ach so, mein Gott. Nein! Ach, guck mal, wo liegt die Augenmunition? Die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Treffe ich den denn überhaupt? So viel zum Thema, ne? Ich sollte versuchen, die am Leben zu halten. Toll. Ich glaube, ich treffe die nicht, ne? Wieso nicht? Ich verstehe es wirklich nicht. So, okay. Brrr. Die Munition hier habe ich, glaube ich, immer übersehen. Kann das sein? Das ist echt traurig. Wie oft bin ich jetzt hier? Wie vielte Mal? Ich weiß nicht. So. Du hast mir auch noch was liegen gelassen, ne? Tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast. Also eigentlich tut es mir sogar noch viel mehr leid, weil ich könnte dadurch vielleicht das andere Problem bekommen. Wenn ich nämlich wieder da bin. Hallöchen! Oh, die kommen aus dem Nichts gespawnt, die Penner, ne? Skandal. Jetzt kommen so Gnatus-Viecher. Ich glaube, die heißen so, ne? Immer so, glaube ich, immer so kleine Aasfresser gewesen. Dinos fand ich früher richtig geil. Ah gut, ne? Kind der 90er, das war halt damals so. Ach so, ah, das Minipack. Le Minipack. Le Big Buck. Wo war es denn nochmal? Ach, da oben, ne? Ja, genau. Es war nur ein kleines, aber ey. Kleinvieh macht auch Mist. Die Frage wäre, hätte der Kollege oben den T-Rex auch so ein bisschen abgelenkt? Ich weiß es nicht. Und Frage 2 ist, wie lange brauche ich, um mit meinem Pistol den T-Rex zu erlegen? Das ist eigentlich sogar die viel interessantere Frage. Wir drehen uns schon mal um. Sparen wir uns das zumindest schon mal. Hallöchen! Nasigureng? Lauf! Mit dem Hechtsprung noch. Okay, wollte sie nicht. Okay. Kann sie dazu nichts zwingen. Hau ab! Wo ist der denn jetzt? Der war gerade noch hier. Bin ich doof? Ach, da hinten ist er. Genau, hau ab! Feige Sau. Okay, der kommt wieder. Lauf! Scheiße. Ich wünschte, er wäre ein bisschen dümmer und würde einfach stehen bleiben, ne? Uiuiuiui. Ich wünschte, er wäre so dumm wie ich. Pack deine Fresse da weg. Sollst du die Nase nicht in Sachen reinstecken, die dich nichts angehen. Du hast schon oft genug gesagt, Kind. Oh Gott. Es dauert vielleicht, ne? Aber es funktioniert. Die guckt aber angepisst, die Lara, ne? Meine Herren. Und ich das Gesicht an. Hey. Ich hab Zeit, ne? Ich hab Zeit. Fall doch mal bitte einfach hin. Okay, 50 Desert Eagle-Schüsse.
Oder lass er mal 40 gewesen sein. Ich habe 3 Schüsse für der Desert Eagle, glaube ich, für den Typen gebraucht. Und ich glaube, ohne Desert Eagle sind das so ungefähr, weiß ich, 10, 20. Also kann man sich ja hochrechnen, wie lange ich jetzt ungefähr hierfür brauche. Aber wenn das funktioniert, ne, dann speichere ich auch ab. Das ist halt vielleicht nur eine einmalige Sache, wenn es hier nur einen T-Rex im Spiel gibt. Ist mir scheißegal, ob das feige ist. Ich sehe es als clever an, ne? Das ist ja auch eine Sache der Evolution. Es kommt nur aufs Überleben an. Und wenn er sich halt nicht im Kopf kratzen konnte und deswegen wahnsinnig geworden ist mit seinen kurzen Ärmchen, dann ist es halt so, ne? Hat die Evolution dafür gesorgt, dass es, oh Gott, hinterher Viecher gab, die halt längere Arme haben, damit die sich auch im Kopf kratzen können. Fall doch mal mit denen! Nein, ich war schon an der Tür. Okay. Gut, das war's für heute. Ach, scheiße. schade, ich habe eigentlich gedacht, das wird was, aber ich war zu gierig. Ich war einfach zu gierig. Ich wollte unbedingt den Typen so schnell es geht kaputt machen. Also nicht so schnell es geht, aber ich wollte jetzt nicht unnötig warten. Ich hätte einfach nur mal zurückspringen müssen, dann wäre es nicht passiert, aber egal. Ja, nichts geschafft heute, außer halt Erfahrung gesammelt, aber die hilft auf jeden Fall schon ungemein weiter, weil das, was wir jetzt in der Stunde 16 geschafft haben, schaffen wir beim nächsten Mal. Gut, mit T-Rex töten vielleicht mit normalen Pistolen dauert das bestimmt nochmal 20 Minuten extra, aber ist ja egal. Schaffe aber, glaube ich, denke ich mal, in einer relativ kurzen Zeit. Wir werden beim nächsten Mal genau auch diesen Weg wieder einschlagen, so dass wir dann am Ende vielleicht auch noch den Überlebenden da oben haben, ne, der uns dann auch nochmal helfen kann und zumindest dann schon mal hier Colonel oder Commander Bishops Schlüssel auch noch einheimsen können, weil, also auch was wir damit machen können, weiß ich nicht, aber ich werde danach auf jeden Fall speichern und dann haben wir dann auch erstmal den Zustand erreicht. Gut, ja, ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass es euch gefallen hat, auch wenn wir heute nichts geschafft haben. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich denke mal, ja, kurz überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist dann der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, okay, das kann sein, dass jetzt wieder gestern und heute nur ein Part kam. Am Samstag, dem, was ist das denn dann? Den 13.03. gibt es keine Videos, weil das streame ich. Weil es kann sein, dass das hier das Video jetzt ist, was am 12. kommt, das letzte, was ihr vom Stream sehen werdet. Ich kann aber eine Warnung geben, weil ich denke, nein, ich denke nicht, ich weiß, dass ich im Urlaub sehr viel aufnehmen werde. Das heißt, da werde ich einen ordentlichen Puffer auch wieder rein, mir reinknödeln können. Und ja, inwieweit das dann reicht und wie weit ich dann schon fertig bin mit dem Spiel. Aber gut, ne? Wage ich gar nicht zu bewerten. Aber ich denke mal, dass ich dann zumindest für 1 bis 2 Wochen erstmal Ruhe habe. Gut, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.